Hallo und recht herzlich willkommen zum Cashpoint Estera an der Faltach Arena TV. Unsere Mannschaft ist bekanntlich perfekt in die neue Saison gestartet. 5 Spiele, 5 Siege stehen auf der Habenseite. Heute steht das schwere Auswärtsspiel bei Aufsteiger St. André auf dem Programm. Wir werden den Gegner noch in dieser Sendung vorstellen. Ebenfalls in dieser Sendung mit dabei ist ein Interview mit Neuzugang Matthias Hopfer und wir blicken zurück auf das Auftaktspiel in der Regionalliga West zwischen unseren Amateuren und Austria Salzburg. Gleich zu Beginn schauen wir aber auf die erste Kampfmannschaft. Die war ja diese Woche schon einmal im Einsatz. Das Heimspiel gegen Grödig steht auf dem Programm. Wir haben die Highlights für Sie herausgespielt. Die Alzacher in den weißen Dressen fackelten auch nicht lange und machten vor rund 3500 Fans von Beginn an Druck. Wenig später Rechtsverteidiger Andi Lienhardt mit einer Zuckerflanke auf Harry Unverdorben. Der Jungvater brachte aber nicht genug Druck in diesen Kopfball und Grödig-Keeper Georg Blatnik hatte keine Mühe. In der 13. Minute machte es Unverdorben besser, Koch mit einem herrlichen Hackentrick. Der Alltagsstürmer setzte sich im Strafraum gegen Maximilian Karner durch und ließ auch Torhüter Blatnik keine Chance. Alltag führte verdient 1:0. Kurze Zeit später aber Freistoß Grödig. Drexel legte auf Jonathan, der hämmerte die Kugel auf das Gehäuse, traf aber nur die Querlatte. Glück also für die Hausherren. Danach ließen die Hausherren die Zügel etwas schleifen und die Gäste aus Salzburg kamen besser ins Spiel. Hier wurde Quea Drogo in die Tiefe geschickt, der Angreifer schob den Ball dann auch an Martin Kobras vorbei, Ione Cabrera rettete aber für seinen geschlagenen Torhüter. Alltag führte weiter 1:0 und die Vorarlberger hätten noch vor der Pause ihre Führung ausbauen müssen. Unverdorben spielte herrlich auf Tomi, der Spanier traf hier aber nur den Pfosten und so wurden beim 1:0 die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt legten die Hausherren dann los wie die Feuerwehr. In der 49. Minute spielte Supan in die Mitte. Der Schuss von Schütz wurde abgeblockt, aber Unverdorben stand goldrichtig und schob den Ball überlegt ins Eck. Doppelpack also für Harry Unverdorben und der SCRA führte 2:0. Vorne klappte nun bei Alltag fast alles. Ekbal Scherer, der Ball segelte zu Tomi und der drückte das Leder per Kopf zum 3:0 über die Linie. Gespielt waren 55 Minuten. Hinten nahmen die Alltacher das Ganze nun etwas auf die leichte Schulter. Grödig im Angriff und mit einem Traumpass von Herwig Drexel. Quer Drogo einmal mehr im Duell mit Martin Kobras. Den Sieger kennen sie bereits. Der Alltag-Torhüter war an diesem Tag einfach nicht zu schlagen. Im Angriff lief das Spiel wieder einmal über links. Scherer auf Tomi, der ließ den Ball durch und Daniel Schütz traf aus 20 Metern locker zum 4:0. Gespielt waren 80 Minuten. Die Partie war längst entschieden, aber dennoch war in den letzten 10 Minuten eine Menge los. Zunächst vergaben die Gäste diese Riesenmöglichkeit. Dann traf der aufgerückte Verteidiger Andi Lienhardt mit dieser Granate nur die Querlatte. Und schlussendlich zirkelte der eingewechselte US-Amerikaner Joshua Getz den Ball ebenfalls nur an den Pfosten. Den Nachschuss schob Patrick Scherer neben das Tor. Alltag siegte schlussendlich vielleicht etwas zu hoch mit 4:0 und so durfte sich auch dieser Flitzer über die Aufmerksamkeit der Fans freuen. Der Stimmung im Stadion tat dies auf alle Fälle keinen Abbruch. Vorenburger Bier, mit Freunden erleben, in Bierhimmel schweben und dabei zu sein. Die Stimmung im Verein ist natürlich trotz dieses Flitzers bestens. 5 Spiele, 5 Siege sind auf der Habenseite. Heute also das schwere Auswärtsspiel gegen St. André. Wir stellen hier den Gegner heute vor. Regionalliga Mitte-Aufsteiger WRC St. André ist mit Sicherheit ein ganz unangenehmer Gegner. Aus den bisherigen 5 Partien holten die Kärntner immerhin schon 10 Punkte. Zu Hause in der Lavanstal Arena ist der Aufsteiger seit mittlerweile über einem Jahr ungeschlagen. Eine Verbindung zu Vorarlberg besteht gleich mehrfach. Ex-Alltagsspieler Dario Baldauf gehört ebenso zum Stammpersonal wie Ex-FC Lustenau-Torhüter Christian Dobnik und im Angriff soll der Ex-Brigenzer Sandro Gotthal für Tore sorgen.
Auch die Trainer haben starken Ländlebezug. Nenad Bjelica war bis zum letzten Jahr Trainer des FC Lustenau und wurde dann von Slobodan Grubo als Cheftrainer beerbt. Jetzt sind die beiden gemeinsam für St. André im Einsatz. In der heutigen Partie muss das Duo auf die verletzten Thomas Birker und Stefan Stückler verzichten. Marco Reich ist fraglich. Dafür befindet sich Christian Falk in Topform. Der Stürmer traf schon viermal ins Schwarze. Ebenfalls in St. André heute Abend mit dabei ist natürlich unser Mittelfeldspieler Matthias Hopfer. Der Steirer kam in der Sommerpause vom FC Gradkorn nach Altach und hat sich schon gut eingelebt. Wie das Ganze vonstatten geht, hören Sie selbst. Als Steirer in Vorarlberg, ist es schwierig, Kontakt zu finden mit den Vorarlbergern? Na, da läuft der Schmäh schon. Also, ich kann jetzt mittlerweile schon ein bisschen Vorarlbergerisch sprechen. Bist schon brutal liebes Mordle. Habe ich schon kennengelernt vom Patrick Scherri. Und das passt einfach. Wir sind viele Steirer und alle haben mich gut aufgenommen und das passt einfach. Passen tut es auch auf dem Spielfeld. 5 Spiele, 5 Siege. Eine fast unglaubliche Serie, die ihr da hingelegt habt. Ja, auf jeden Fall. Es ist genauso eingetroffen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind aber noch nicht am Ende. Also die Mannschaft ist intakt. Wir sind auch selbstkritisch. Wir sind nicht hundertprozentig zufrieden. Wir haben in einigen Spielen nicht überzeugen können. Die Mannschaft weiß das, der Trainer weiß das und wir arbeiten weiterhin sehr hart an uns und wir tun alles für das große Ziel Aufstieg. Ziel Aufstieg, für dich persönlich 5 Spiele, 5 Einsätze in Altach als Neuzugang. Bist du zufrieden derzeit? Ja, zufrieden bin ich natürlich nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich unbedingt spielen will und das von Anfang an. Aber es ist ganz klar, alles wird untergeordnet, dem großen Ziel Aufstieg. Und dafür tun wir alles und da gibt es keinen, der was irgendwie querschießt oder so irgendwas, sondern alle müssen mitziehen. Ich bin bereit, wenn die Mannschaft mich braucht. Ich trainiere für mich selber und für die Mannschaft auch natürlich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass auch die Ersatzspieler bereit sind, weil wir haben ja nicht so einen großen Kader mit 19 Leuten. Also Ladies, aufgepasst. Bist du brutal, liebes Mordle. Wir kommen nun schon zum letzten Beitrag in dieser Woche und zwar in der Regionalliga West stand das Auftaktspiel auf dem Programm. Unsere Amateure trafen dabei in der Cashpoint Arena auf Austria Salzburg. Die Highlights haben wir hier für Sie zusammengefasst. Die in Violett spielten Salzburger hatten dann auch die erste Chance im Spiel. Marco Vujic fand nach diesem Konter aber in Altach-Keeper Martin Bischof seinen Meister. Nur wenige Minuten später durften die Violetten aber dann doch jubeln. Wieder griffen die Gäste über die linke Seite an. Dieses Mal spielte Merzendorfer quer und Marco Vujic schob das Leder ungehindert über die Linie. Austria Salzburg führte nach 22 Minuten gegen die Altach-Amateure 1:0. Der Jubel der Gästefans war noch nicht verstummt. Da brachte Lokman Toptumann einen Freistoß zur Mitte. Andreas Zimmer wurde von allen übersehen und der aufgerückte Innenverteidiger traf zum 1:1 Ausgleich für die Altacher Amateure. Dann wurden die Seiten gewechselt und die Fans der Violetten feierten ihre eigene Party. Als wieder gespielt werden konnte, machten die Gäste von Beginn an Druck. Zunächst klärte Dominik Kirchmann diesen Kopfball von Peter Urbanek auf der Linie. Den Nachschuss von Merzendorfer drehte Bischof mit den Fingerspitzen um den Pfosten. Die Aufgabe für die Hausherren wurde in der 63. Minute noch etwas schwieriger. Matthias Bachstein sah nach diesem Foul die gelb-rote Karte und Altach somit eine halbe Stunde lang in numerischer Unterzahl. Die Elf von Trainer Peter Jakobetz machte die Räume aber geschickt eng und so kamen die Salzburger erst in der 80. Minute zur nächsten Chance. Marco Vujic zirkelte den Ball aber knapp neben das Tor. In der 89. Minute dann wieder Eckball Altach. Die Kugel segelte auf den langen Pfosten, dort stand der Lokman Toptumann und der hielt den Fuß hin und traf irgendwie ins kurze Eck. Die Altach-Amateure führten plötzlich 2:1. Noch war die Partie aber nicht gelaufen und auch die Gäste hatten noch einen Freistoß. Altach brachte den Ball nicht weit genug weg, das Leder wurde hoch in die Mitte gespielt und Oliver Schmidt traf per Kopf zum 2:2. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Das war's schon wieder hier vom Cashpoint Esten an der Faltach Arena TV. Heute Abend um 18.30 Uhr heißt es also wieder Daumen drücken, dann gastiert unsere Mannschaft bei Aufsteiger BAC St. André. Ein Blick noch auf die kommende Ausgabe Arena TV, dort sehen Sie unter anderem, wie die Wurst in der Cashpoint Arena entsteht. Viel Spaß und ich würde mich freuen,
wenn Sie wieder einschalten unter www.scra.at.